Lieben, ich grüße euch hier ganz herzlich bei Cosmic Matrix zur Tagesbotschaft für die neue Woche. Schöne neue Woche wünsche ich dir, einen guten Montag, einen guten Start. Und ich lege uns heute eine Botschaft und da sind die Liebeskarten dabei, wie du siehst, und ich freue mich total und bin gespannt, was kommt. Und ich freue mich auch, weil ich heute die neuen Themen des Heilkreises, der schon in 2 Wochen losgeht, ermittelt habe. Und das ist super schön, das Thema. Also ihr werdet es im nächsten Reading erfahren. Aber ich habe mich richtig gefreut. Ich bin immer so dankbar. Also erstmal die Karten, die wir hier verwenden. Das sind die von Doreen Virtue. Die kennt ihr vom Allegria Verlag. Und dann haben wir noch von Christine Arana Fader die Drachen dabei. Auch vom Schirner Verlag. Und dann schauen wir mal, was heute für eine Botschaft kommt. Da haben wir auf jeden Fall mal das Liebesthema dabei. Bitte ich mal um die passende Botschaft, ja, für das Kollektiv und alle, die hier zuschauen, die hier so in dieser Seelengruppe sind bei mir. Und dann schauen wir mal, was hier für einen Schwerpunkt gesetzt wird für Montag. So. Laut den Karten wird es eine sehr lichtvolle Woche, was ich jetzt schon spüre. Ich glaube, dass wir diese Woche auch Neumond haben und dass es derzeit überhaupt um Reinigung geht. Nochmal ganz tiefe Reinigung. Ein Drachen noch für uns alle. Hier schaut auch schon einer ganz stark hervor. Und dann schauen wir mal, was kommt. Die erste Botschaft für heute spiegelt es ordentlich. Da haben wir, bringe deine Liebe zum Ausdruck. Also öffne dein Herz, zeige wirklich, wie es dir geht. Ja? Halte das nicht hinterm Berg oder wie sagt man? Genau, sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Ja? Für alle, die einen Wunschpartner haben, drück die Liebe aus, sag was Liebes, mach was Liebes. Ja? Nimm die Masken ein bisschen runter und zeige, wie es in deinem Herzen aussieht. Und für die, die vielleicht einfach gerade nicht reden oder nicht reden wollen oder einfach ein Office, öffne dein Herz einfach wieder. Öffne dein Herz und lass die Liebe fließen. Auch die Liebe vom Universum möchte ja zu dir fließen. Die möchte in dir fließen. Ja? Öffne dann einfach dein Herz wieder für dich, für die Lebensfreude. Und dann haben wir ein Drachen für den Montag. Hat der nicht schöne Augen? Sehr schön, ne? Oh, hier kommt der Drache der Glückseligkeit. Also der sagt wirklich, du hast die Freude verdient, du hast das Glück verdient. Ja, du darfst lachen. Der schickt dir ganz viel Sonnengrüße. Also Sonnengrüße, nicht die vom Yoga, sondern Grüße aus der Sonne. Der bringt ganz viel fröhliche Sonnenenergie mit und Glück. Ja, und der sagt wirklich, du hast das verdient, öffne dein Herz. Weil wenn du dein Herz irgendwie schließt, dann kann das Glück nicht rein. Und das Glück, dieses Glücksgefühl wartet und möchte zu dir durchdringen. Ich schaue jetzt auch nochmal, was dieser süße Glücksdrache sagt, der hier ganz viel Sonnenenergie ausstrahlt. Und zwar heißt es hier, die Glückseligkeit, sie ist das Vollkommene und das Ziel allen Handelns. Alles, was deine Seele will, ihr ganzes Bestreben ist Glückseligkeit. Öffne dein Herz und wisse, Glückseligkeit hat nichts mit dem Besitz von Dingen zu tun. In ihr liegt unendliche Freiheit und unendlicher Frieden. Rufe den goldenen Drachen zu dir, visualisiere ihn, sieh ihn dir sehr genau an. Er ist leuchtend und wunderschön, der Drache ist sehr groß, er schüttelt sich und breitet seine riesigen Schwingen aus. Schaue diesem Drachen tief in die Augen, wie von Zauberhand fällt goldener Regen auf dich. Spüre, wie der Drache mit diesem goldenen Regen tiefe Weisheit in dich und in deine Aura fließen lässt. Genieße es. Dann sieh oder spüre, wie er einen mit Glückseligkeit aufgeladenen Diamanten in dein Herz fallen lässt. Spüre die hohe Energie in dir. Siehe, wie aus den Augen des Drachen grüne Energie in dein Herz hineinfließt und dieses grüne Licht aus deinem Herzen heraus in deine Wirbelsäule strömt. Diese kraftvolle grüne Energie zirkuliert in deiner Wirbelsäule auf und ab. Sie richtet dich auf,
Spüre den goldenen leuchtenden Diamanten in deinem Herzen. Nun schau erneut in die Augen des Drachen und sieh wieder das grüne Licht. Es fließt auf dich zu, es strömt in dein Herz und nun fließt es zu beiden Handchakren. Also es geht noch weiter, du wirst komplett geflutet mit Licht durch all deine Körperzellen hindurch. Und ich finde dieses Bild mit diesem Herzdiamanten so wunderschön. Ja, nimm das heute mit rein und wenn du beide Karten zusammen anschaust, die haben hier auch so einen Mantel in dieser schönen Farbe an. Der ist hier umgelegt bei dem Mann. Ja, verbind dich wieder mit dem Glück, lad es bewusst heute ein und einfach auch für dich alleine. Sei fröhlich, lache, drück dein Glück aus, zeig deine Liebe und vielleicht lächelst du einfach Menschen zu. Egal, ob das jetzt ein Liebespartner ist oder nicht, jedes Lächeln schenkt dir selbst in erster Linie Freude. In dem Sinne wünsche ich dir einen tollen neuen Wochenstart. Alles, alles Liebe. Tschüss.